Hallo unsere Leute zu einer Folge Chromagun. Das ist ein Rätsel-Puzzle-Spiel, welches ich netterweise von den Publishern geschenkt bekommen habe. Link dazu zu deren Seite und allem natürlich in der Beschreibung. Ich wollte es euch mal zeigen, weil sie haben es mir zugeschickt und haben gesagt, yo, könnte was für dich sein, und hab mir dann auf der Steam-Seite das angeguckt. Und ich fand die Idee ziemlich cool und habe dann das Geschenk auch angenommen und dachte mir, ich zeige euch jetzt eine Folge davon. Wenn es mir riesig Spaß macht, dann bringen wir dieses Spiel auch weiterhin und zu Ende. Aber ja, auf jeden Fall, das Konzept könnte euch gefallen, deswegen bringe ich es auf jeden Fall. Deswegen dachte ich mir, bringe ich das, nehme ich das Geschenk an, sonst hätte ich es auch nicht angenommen. Aber ja, mehr dazu werdet ihr jetzt vom Spielstil werdet ihr natürlich jetzt so sehen. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Sind deutsche Publisher, das freut mich natürlich noch mehr, da ich natürlich gerne immer in regen Kontakt mit Publishern stehe, mit E-Mails und allen Pipapo. Und ja, wir starten einfach mal. Und ja. Willkommen in den Testlaboren von Chromatech. Du bist hier, weil du einer der Besten bist. Nicht, weil du dringend 10 Mäuse brauchst und sich sonst niemand beworben hat. Wer sagt denn sowas? Bevor es losgeht, müssen wir deine Bewegungsfähigkeit testen. Bitte lauf durch den Gang Richtung Ausgangstür. Die Ausgangstür ist die Tür am Ende des Ganges und sieht anders aus als der Rest des Gangs. Es ist schließlich eine Ausgangstür. Oh, hallo. Ich laufe mal, ne? Okay, da sehen wir schon mal ein bisschen, worum es hier geht. Es geht nämlich um diese Kugeln, und Chromagun war dann eine Sache um Farben und Kombination, was ihr jetzt auch im Ladebildschirm seht. Und, ja. Und Farben kombinieren. So. Sensationell. Bitte heb die halbautomatische Nanoacrylat-Projektilschusswaffe vor dir auf. Okay. Das ist die Chromagun, Patent ausstehend, von der du schon so viel gehört hast. Aha. Nur ein Scherz. Natürlich hast du noch nicht davon gehört. Wir bei Chromatech wissen, wie man Geheimnisse für sich behält. Und du solltest das auch. Schieß auf den Worker-Droid, um ihn aus dem Weg zu schieben. Und verlasse dann den Raum mittels der Raumverlasstechnik, die du im letzten Raum erlernt hast. Oh, wie war das doch? Ich weiß... Ah! Upsala! Okay. Indem wir die Kugeln oder Wände anschießen, da Wände können wir auch anschießen, ne? Tak, 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 tak. Wird diese Kugel zwischen diesen. Oh, ich kann zoomen. Cool. Ja, wird die Kugel von allen Wänden ihrer Farbe angezogen und so genau positioniert. Und damit können wir natürlich die Kugeln, sowohl die Kugel, die wir farblich machen können, ne? Wir haben jetzt leider keine andere Möglichkeit als gelb gerade. Können wir die Kugeln ein bisschen hin und her schieben. Also färben und dadurch schieben zu Wänden, die farbig sind. Und genau andersrum auch. Wir können die Wände färben und dadurch Kugeln wegziehen. Tak, tak. Und weiter geht's. Da sehen wir dann natürlich jetzt die andere Mechanik, wie wir es rüberziehen. So, jetzt sehen wir nochmal. Zack, das kriegen wir auch hin. Sehr schön. Easy peasy. So, was haben wir jetzt? Wir haben keine Kugel. Hallo. Ach, komm ich so dadurch? Ja, nice. Und da sehen wir auch, dass wir nachher wahrscheinlich 3 Farben kriegen. Rot, gelb und blau. Und diese kombinieren können, wenn wir beide an die Wand schießen. Oh. Bitte lauf wieder Richtung Ausgangstür. Wir sind davon überzeugt, dass du nun alle Fähigkeiten besitzt, um diese einfache Übung beenden zu können. Oh. Dahin. Dahin. Nice. Und ich komme durch. Perfekt. Der Feuerlöscher gefällt mir in Rot nicht. Okay. Der Ladebildschirm ist ein bisschen störend. Die Chromagun ist eine eigens kreierte Mischung aus teilweise tödlichen, gefährlichen, radioaktiven Isotopen und bemalt jede Fläche, die nicht dazu entwickelt wurde, nicht angemalt werden zu können, inklusive Worker-Droids.
Angesichts dessen wäre es eine schlechte Idee, die Farbe zu schnüffeln, berühren oder daran zu lecken. Okay. Ich darf nicht vor einer Kanone zu lecken. Okay. Okay. Da seht ihr es auch. Und wahrscheinlich haben alle drei Farben kombiniert mit Braun raus. Das habe ich aus dem Trailer schon gesehen. Wie gesagt, könnt ihr euch natürlich... Ach, das ist euer Ernst. Das reicht nicht. Okay, mich durch, ne? Ja, perfekt. Kann ich die nicht... Danke. Tschüss. So, ich hätte gerne eine andere Farbe. So langsam fühle ich mich zu meinen Herausforderungen, fühle ich mich den Herausforderungen gewachsen, zwei Farben zu kombinieren. Oder Farben. Und stell dich auf die Türsteuereinheit. Sensationell. Bitte verlass die Steuereinheit nicht, um sicherzustellen, dass die Tür geöffnet bleibt. Ach so. Sensationell. Du hast die Korrelation zwischen Steuereinheit und Worker-Droid erfolgreich verstanden. Das macht dich intelligenter als 39% aller Testpersonen und 97% aller Testaffen. 3% aller Testaffen hat das nicht geschafft? Okay, das brauche ich jetzt nicht, ne? So, ich hier außen rum. Ja, safe. Nice. Lade bestimmt. Danke. Hi. Flup. Die Anziehungskraft, die die Farbe der Chroma Gun generiert, basiert auf einer sehr komplexen Reihe mathematischer Vektoroperationen. Anstatt es also nicht zu verstehen, wenn ich es dir erkläre, probier es einfach aus. Und flup. Nice, macht richtig Spaß. Sieht bisher für mich ganz gut aus. Also vielleicht auch für euch, wenn ihr dieses Spiel bisher euch das gefällt. Oh Gott. Ja, wenn es euch gefällt bisher, dann werdet ihr wahrscheinlich mehr davon sehen, weil bisher gefällt es mir, wenn jetzt die Rätsel nicht nur so... Im Gegensatz zu den vorherigen Räumen sind die Worker-Droids in den folgenden Räumen nicht deaktiviert, sondern im Standby-Modus. Ähnlich wie dir und mir gefällt es ihnen nicht, wenn man sie mit Farbkugeln beschießt. Bitte stör sie nicht. Sie sind zwar nicht dazu programmiert, dich bei Kontakt zu töten, werden es aber aufgrund minimaler Fehlkommunikation bei der Herstellung trotzdem tun. Ah, coole Idee. Das gefällt mir schon mal. Ich dachte, es geht die ganze Zeit erstmal nur ums normale Puzzeln. Nice. Das ist super. Welcome to Chromotech. Oh, Achievement. Die Farbe der Chroma Gun kann gemischt werden. Wenn du dich an den Kindergarten erinnerst, sollte das leicht sein. Wenn du dich nicht erinnerst oder du nie im Kindergarten warst, gibt es ein Seminar über subtraktive Farbmischung für Kindergartenkinder im Anschluss an die Tests. Ah, okay. Okay, dich kombiniere ich mit Blau, natürlich klar, Rot mit Orange, Lila haben wir schon. Dann machen wir die Wand einfach weg. Okay, Braun bleibt, also Kacke bleibt Kacke. Okay, wie machen wir das erste Kind daraus erstmal? Okay. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auch hin. Ja, versuchen wir nicht ganz so langsam hier zu machen. Ja, okay, das mal raus. Okay. Na gut, sieht bisher wirklich ziemlich cool aus. Und, was sehe ich da links? Zwei. Ah, ich würde gerne scrollen können. Das um den Test fortzusetzen, nimm die verbesserte Dreifarb-Chroma-Gun auf, da du ohne sie die folgenden Räume nicht lösen können und schlussendlich verhungern würdest. Ich mag nicht verhungern, ich mag essen. Oh, ich kann scrollen, das ist gut.
schlecht wäre es gewesen, wenn man es nur mit den Zahlen machen könnte. Was ich euch aber zeigen möchte, ist eine Einstellung für Farbenblinde. Das finde ich ziemlich cool gemacht. Dann haben nämlich die einzelnen Farben hier, blau, rot und gelb, Zeichen. Und diese stehen auch an den Wänden. Das heißt, wenn ich jetzt hier dieses Zeichen unten auf meiner Waffe sehe, ich kann ich vergleichen, zack. Und dann können selbst farbenblinde Leute, das ist braun, die können dazu aus allen dreien, zack, zack, zack. Und das finde ich super cool. Ich weiß nicht, ich könnte es vielleicht einfach mal drin lassen. Wäre natürlich für die farbenblinden Zuschauer natürlich um einiges besser. Und großartig stören tut es ja jetzt nicht. Zack. Dementsprechend kann man das ja mal machen. Guck mal, jetzt können wir es uns nochmal anschauen. Zack, zack, zack. Und wenn wir jetzt anfangen zu kombinieren. Zack, haben wir die beiden Symbole. Und das finde ich super. Zack, machen wir daraus braun. Und die Idee finde ich super gut. Super schönes Konzept. Und dementsprechend, ich lasse es jetzt einfach drin, weil, ja, es ist, meiner Meinung nach, macht zwar das Bild hier gerade ein bisschen voller. Dezent. Aber mich stört es jetzt natürlich nicht. Oh, schneiden wir das mal. Ah! Für den Zoom später noch brauchen, das weiß ich. Achso. Dong, 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 dong. So, haben wir. Achso. Ja, nice. Können wir nicht hier. Warte mal, kommen wir hier? Wir kommen hier. Ja, wir müssen hier lang. So, wie machen wir das denn jetzt? Wir werden eine Mischung aus. Warte mal, wie machen wir das denn jetzt? Ist mir ernsthaft. Ich weiß mal, was dem Ding hier grün ist. Tschuing. Tschuing. Ja, perfekt. So, uff. Jetzt wird schon komplizierter. Wir müssen da einen draufkriegen. Also das heißt, das soll grün werden. Machen wir es doch mal gelb und blau. Machen wir den ersten schon mal. Der soll lila werden. Blau und... Nein, nein! Ich hab mich verschossen. Die müssen wir jetzt noch blau machen. So, und hier müssen wir... Kann man die Farben wegkriegen? Oh, das war jetzt... Geil. So, wir werden natürlich jetzt mal hier, die müssen wir wahrscheinlich mitnehmen. Aber machen wir eine nach der anderen. Oder auch nicht. Nö, gehen wir einfach so raus. Safe Geschichte. Und behalten, wie gesagt, den Farbblinden-Modus drin. Ja. Das sieht doch eigentlich voll nach. Genau, nimm mich mal. Der, den könnte ich jetzt auch anschießen, das wäre egal. Da ist so ein schon ein Schutzding drauf. Hui. So, safe. Ihr mögt mich nicht. Kann ich hier durchschießen? Das ist mal die Frage. Kann ich. So, mit Rot und Blau mit Gelb. Wap. Chop, 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 chop. Chop, chop. Oh. Gut. Sieht das eigentlich gar nicht mehr. Oh my goodness. Hi. Hi. Nee, dann geht's nicht. Wie sieht's eigentlich hier aus? Kann ich da. Ah, da kann ich nicht durch, aber durchschießen. Okay. Das muss ich ja mal natürlich ausprobiert haben. Da hinten. Ein Ding. Komm mal hin. Oh, wird gar nicht davon angezogen? Oh Gott. Ich will ganz schneller schießen können. Achso, ich kann auch schon... Hallo? Also, ich kann auch mit zweimal... Also, falsch mischen. Oh, Hauptsache falsch mischen. Komm, ich mach jetzt alle mit hier. Komm, du auch noch, du auch noch, du auch noch. Oh, du auch noch. Und tschüss.
Ihr kommt mit! Ah! Ja, Schande! Schande! Ah! Okay, ich glaube, ich muss mich zum Ende der Folge hin. Leider Gottes einmal von einem dieser Geräte assimilieren lassen oder irgendwie so. Ah! Ich muss doch nicht den ganzen Raum damit einkleistern, oder? Das wäre jetzt einfach zu viel. Da kann ich auch nicht. Okay. Aha! Ah! No hugging! Okay. Wenn du hilfreiche Worker-Droids suchst, die dir beim Lösen der Kammern helfen, sind das nicht die Droiden, die du suchst. Okay, ich danke euch jetzt an dieser Stelle fürs Zuschauen dieser Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge genau an dieser jenen welchen Stelle hier wieder. Denn mir macht das Spiel mega Spaß. Ich danke auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal am Ende der ersten Folge den Publishern, Entwicklern dafür, dass ich das Spiel spielen darf und es bekommen habe. Dafür, um es euch zu zeigen und euch ein bisschen zu vermitteln, wie viel Spaß man mit Farben hat. So, insgesamt hätten wir dann diese Folge erledigt. Ich freue mich auf die nächste und bis dann. Ciao, ciao. Cheerio.